Keine mehr, so sieht's aus. Ja, wir sind gut. Ja, ich hole jetzt Flintstone und Eisen. Ja, bitte, danke. Falsche Richtung. Nein. Irgendwas schießt da die ganze Zeit irgendwo hin. Ja, oh, der schießt auf mich! Ja, du bist doch. Hast du den Tunnel zugemacht? Hinten, ja. Vor der Stiege den? Ja, gut. Ja. Und Netherrack bräuchten wir eben auch noch. Ja, kann ich dann gleich mitnehmen. Mama, gehst du wieder oder was? Okay. Auch. Away. Mahlzeit. Ach, danke. Ich muss mal, apropos Mahlzeit, ich muss mal nach meinem Essen schauen. So. Netherrack muss her. Bisschen suboptimal, wenn John hier graben würde, aber ich vertraue darauf, dass er es nicht tut. So, das müsste vorerst reichen. Oh, Nahrung. Shit. So, jetzt noch die hier aus. Besser. Und die hier. Und perfekt. Fick dich! Chess Guest! So! Wir sind mittlerweile wieder live auf Sendung!
Fuck yeah. Ah, so, jetzt bin ich wieder da. Ich sag dazu noch Folgendes: zu viele Guests, um weiterzubauen. Den Fraps macht eh nur riesen Scheiß. Also, ja, aber die Qualität ist gut. Ja, die Qualität ist sicher gut. Also, du brauchst Eisen und Flint, passt, habe ich beides dabei. Eisen hätte ich so auch mit, aber eher als Notreserve für Tools. Warte, ich. Flint ja, hatte ich. Pfeile machen, ich muss nur noch Pfeile machen. Hä? Oh. Echt dumm. So. So. Mit Holz zugebaut? Ja, ist ja wurscht, oder? Bist du von Sinnen? Ein bisschen. Nether und Holz? Ist ja wurscht. Das war ja nur kurzfristig. So, auf jeden Fall dürfte man das nicht so leicht sehen können. Du darfst eigentlich den John nicht sehen. Ah, weil Haus am Arsch der Welt. Mit John können wir x-beliebige Sachen dort aufbauen, wo John sich auskennt. Ja. So. Also ich komme jetzt zurück. Ja, ich beobachte dich. Okay. Komm, bring ganz kurz AFK. Okay. Fuck, wie ein Lederstuhl. So. Also, kennen Sie dieses Geräusch? Cola oder Red Bull? Fast. Dann ist es Eistee. Full Speed. Full Speed, okay. Also immer noch Energy Drink. Ja, dreh dich mal um. Hallo. Nein, das falsche reingedroppt, hoppala. Das war die Spitzhacke. Du brauchst das. Und das. Oh. Es liegt hinter dir. Umdrehen? Ja, du, passt. Du hast beides. Gut, du hast die Spitzhacke wieder. So. Gehen wir mal. Oh, und ich esse daneben da. Okay, kein Problem. Für mich zumindest nicht. So, willst du nebenbei ein paar Gäste töten? Ja, wo? Geradeaus. Der Sonne entgegen. Leider. Haben wir jetzt im Nether die Render Distance verlängert? Damit ich sie überall sehen kann. Habe ich hier Pfeile? Ja, passt. Notfalls habe ich, wie gesagt, genug Pfeile. Achso, du hättest mir vorher gleich geben können. Hoppala, ich habe jetzt 4 neue Stacks gemacht. Oh. Ja, wie gesagt, ich habe 16 Stacks. Wo sind hier Guests? Zumindest oder? Waren hier gerade einige. What the fuck? Egal. Ja, die kommen sicher wieder. Ja. Hartnäckige Penner. Hartnäckige, unerwünschte Penner. Hey. Pigman! Fordere das Schicksal nicht heraus, mein Junge. Leben am Limit. Außerdem machen die Pigmen da hinten Jumpstyle, also bitte. Ich stehe also auch mal die ganze Zeit so da. Pigman Pogo, Dingelingeling. So, jetzt wäre es aber nicht schlecht, wenn ich trotzdem noch ein bisschen mehr Netherrack zur Verfügung hätte, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Oh. Ist doch schön und gut, dass du so in der Gegend rumstarrst, aber... Ja, es ist abgestürzt schon wieder mal. Das meinte ich damit eigentlich auch nicht. So, oh! Oh, okay, ich geh schon raus.
Ich hätte am Dings, ich hätte noch 36 Netherrack. Sehr gut. Ich hole mir jetzt hier nebenbei noch ein bisschen was aus dem Berg direkt. Einfach mal so einen Stollen rein. Nehmen wir es von Mutter Natur. Natur, Nether. Vater Nether. Vater Notch. Notch ist ein bärtiger Penner. Ein Großvater Notch. Okay, gut. Ja, aber nichts gegen bärtige Leute. Bärte sind episch. Wow! Ich schwimme und ich schwimme und ich... Bist du in Lava gefallen? Ja. Bist du rausgekommen? Mhm. Musst du dir jetzt einen neuen Dings machen? Alchemy Bag, ja. Und sonst habe ich eigentlich alles. Ich habe zum Glück alles in den Alchemy Bag reingepackt. Oh, shit. Das nenne ich doch mal Verschleiß. Oh. Bist du des Wahnsinns? Und ich komme nicht mehr rein. Was ist das da? Take it, du Arschloch. Take it, du Arschloch. Ich glaube, ich spiele Take It Light mit dir. Macht wahrscheinlich eh keinen Unterschied im Endeffekt. Doch, ich denke, es sind einige weniger Items zur Verfügung. Ja, wobei, ich glaube, es hat eh schon die ganzen Mods und so runtergeladen fix, oder? Die sind jetzt eh schon dabei. Ja, aber ob die aktiviert sind oder nicht, das ist wieder eine andere Sache. Ja, stimmt. So, okay, diesmal nehme ich mir Flint und Steel gleich mit. Mahlzeit. Wenn ich muss, dann muss ich, ja? Ja. So, okay, passt, jetzt bin ich wieder hier. Wo bist du? Ich bin gerade Truhen plündern. Alchemy Chests hat Jonathan zum Glück noch zur Genüge, also 4 Stück. Da kann ich noch eine entwenden. Ich sollte das jetzt nicht so laut sagen im Video. Okay, man sieht's eh. Jetzt schon wieder rumbitchen. Ach was. Mein Server, meine Regel. Gut, stimmt. Alles, was du gesammelt hast, gehört mir. Alles, was ich gesammelt habe, gehört immer noch mir. Du bist im Arsch, Alter. Passt. So, hier ist er, Flint. Hier muss auch unbedingt endlich mal eine Haustür rein. Und ich dachte da eben an Motoren bzw. Pistons irgendwas. Mhm. Einfach damit es sicher ist. Die Idee dahinter ist gut. Ja, voll. Wir brauchen uns das neue Portal, also nimm Feuerstein mit. Ich bin schon dabei. Mach da mal 360 No Scope mit irgendwelchen Pigments und Bogen. Viel Spaß dabei. Ich glaube, das geht sogar. So, das heißt nochmal. Obsidian verscheißen. Oh ja, und sie sind alle angepisst auf mich. Eigentlich könnten wir was extrem Fieses machen. Den John Pigman ins Haus spawnen? Nee. Das wäre aber auch lustig. Und zwar einfach mal aus Sicherheitsgründen sämtliche Rohstofflager für uns in den Nether legen. Och. Explodieren die Kisten, wenn sie getroffen werden von Guestboss? Nein. Gut, denke ich. Dann okay. Ich hoffe es zumindest. So. Moment, Wolle war 48. Fuck. So. Ja, und ich mache uns jetzt noch irgendeine Sicherheitsmaßnahme. Sofern sich. Nein, das geht sich niemals aus. Oh oh, fuck, ich komme wieder in die normale Welt. Fragezeichen? Ich habe den Diamanten dabei. Oh, den Diamanten? Ja, den Diamanten. Wenn ich jetzt hier sterbe, das wäre Arsch. Also komme ich wieder zurück und gebe wieder zurück in die Kiste. Meine
Alchemiekiste oder was, was auch immer. So. TNT. Dynamite. Aber im Nether können wir schon mit TNT experimentieren, oder? Ich würde es nicht unbedingt vorschlagen, aber wenn es sein muss. Ja, die Burg, die der John findet. Bin schon so, oh, ich geh jetzt wieder in meine Burg. La 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 la. Oh mein Gott. Sehr passiert. Es ist so wunderschön. So, what the fuck? Boom. Ja. Es war. Wunderschön. Ach, ja, trotzdem. Gepriesen seien diese Alchemie-Bags. Ja. Episches Item ever. Atom of the Year. Früher haben die Ender Chest geheißen, aber okay. Ja, ich weiß. Ender Chests kann man überall zugreifen, aber diese Alchemy Bags, die sind doppelt so, dreimal so groß. Oder viermal, dreimal so groß. Wie wäre es, wenn wir uns eine Ender Alchemy Bag machen? Das nee. No need. Tja. Ach ja. Hier, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au. Oh. Was ist los? Notiz an mich selbst. Holz benutzen, um Sachen zu craften. Was ist passiert? Ich habe gerade versucht, mit verstärkten Eisenstangen eine Spitzhacke herzustellen. Das ging nicht ganz so gut. Aber es war episch. Denkst du? Es wäre echt geil, wenn es gehen würde, ja. Never give up all these. So, dann habe ich meine Sapphire Pickaxe wieder. Oh, Cola. Oh. Mahlzeit, what the fuck, ey. Ja, wenn ich Cola trinke, dann bin ich nicht zu bremsen. Wieso trinkst du auch Cola? Weil es geil schmeckt. Oh. Ich habe außerdem schon zwei Energy Drinks getrunken. Also. Hm. So, jetzt brauche ich nur noch einen scheiß Eisenblock, den ich hier irgendwo rumgammeln habe. Ich schwimme im Öl. Ein Scheich. Yay! Na toll. Ich schwimme im Öl. Ich könnte eigentlich. Ich bin zu reich, um zu sterben. Das haben sie alle gesagt. Ja, eben. Dann fielen sie tot um. Oh. Passt eben. Assassin's Creed, fuck yeah. So. Iron Iron Ingot. Ich bin gerade unter Wasser und schieße mit einem Bogen auf Tintenfische. Wenn es Spaß macht. So. Ja, wie viel sind die Tintendinger wert, also in EMC-mäßig? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hattest du noch nie welche. Ich habe mich noch nie wirklich darum gekümmert. Ja, ich kann es mir nicht. Das sind noch unnötigst, also die unnötigsten Sachen überhaupt. So. Okay, 8 Stück. Also 8 EMC wert. Dann helfe ich dir hier. Was willst du? Keine Ahnung, ist ja wurscht. Ich gebe dir da die Iron in. Ah, die Iron. Ink 6. Ink 6. Genau, das klingt so geil. Check out my Ink Sack. Hihihi. The fuck. Aber Frau Direktorin, das darf doch gar nicht sein. Ich war gar nicht da. Und so weiter. Unser Frau Direktor Musical, das kommt noch raus, reicht dir. Oh Gott. Nein, danke. Das ist wohl geil. Ich verzichte. Stell dir vor, du bist so in der Schule und wirst so von der Direktorin zu dir gerufen. Und sie beschuldigt dich halt so wegen irgendwas.
Dann sitzt einfach nur da, schaust sie an. Und wenn sie fertig ist, so, aber Frau Direktorin, dann machst du so eine Oper, mehr oder weniger. Das wird einfach nur, what the fuck. Ja, das wird sie sich auch denken. Das ist ja eben das Geile daran. Notiz, kein Gras mehr an die Schüler verteilen. Notiz Nummer 2, wenn es nur Gras wäre. So. Ein Notflint und das Zeug mitgenommen. So. Irgendwas Wichtiges noch. Es dürfte eigentlich nichts mehr fehlen. Nope. Bis dann. Ich gehe jetzt besten vertrauenslos, dass wir alles haben. Wie eigentlich immer. Ich chill noch ein bisschen in der echten Welt, weil ich esse. Tue er dies. Ich kämpfe mich vor. Übrigens. Wir gehen sofort wieder zu der echten Welt. Ich habe eh schon die meisten Pigments gerade im Moment. Naja. Bist du eigentlich normal zurückgegangen? Ja. Also mit normal, du hast wieder aufgemacht. Ja. Und zu? Nein. Noch, aber der John ist eh gerade nicht da, also ist es eh egal. Es ist zu. Dann habe ich es wieder zugemacht. Der Bug. Wieso? Jemand lernt aus seinen Problemen, Fehlern, keine Ahnung. Hast du eigentlich PvP ein? Ja. Ich habe nämlich gerade die Versuchung gehabt, das auszuprobieren und dir den Rücken zu hauen. Schon vergessen, ich hatte mit der Schaufel eine geklatscht. Oh ja, voll. Popo-Klatsche auf Schaufel-Power. So, oh, ich... Schubs! Schubs-Modus aktiviert. Ich sagte Schubs-Modus. Der geht einfach durch die Grüße. Ich bin reich. Und du hast meine XP geklaut. Das Gold ist mir wurscht. Ich hab selber 2 Nuggets. Oh, ich glaub, der will mich da ansteigen. Ich hab gesagt, ich glaub, der will mich da ansteigen. Wollen wir da jetzt einfach dauernd nur XP von den Scheiß kriegen, ey. Wow! Da geht die Hölle los, Mann. Tja, ich sag nur, der Nether. Ist sie hinten? Ja. Ja. Oh, zum dritt, ihr feigen Penner. Als ob nicht alles genug wäre, kommt auch noch ein Scheiß am Dings dazu. Guess. Wo ist der überhaupt? Creeper Power Activate. Weißt du, was geil wäre, wenn du Creeper im Nether spawnen ist? Nee. Ja, ich sage, es wäre geil. Müsste jemand einen Mod machen. Das wäre genauso wie Schummeln und Wasser mit in den Nether nehmen. Wasser kann man eh mitnehmen. Das verdunstet. Echt? Ja. Sobald du es irgendwo auskippen willst, verdunst du das. Instant aber, oder? Ja. Aber es gibt einen einzigen Trick, also einen Cheat, wie man das trotzdem machen könnte. Warum nicht? Man nimmt sich einen Schneeblock mit und dann lässt man den schmelzen. Warte, ich sehe ihn nämlich gerade nicht. Warte, ich mach die Wende Distance. Er kann dich gerade sowieso nicht treffen. Ja, nicht jetzt, aber ich will ihn treffen. Da hat jemand geschrien. Ja, das war er. Der nächste. Hör auf zu schießen, verdammt, du hast kein Ziel. Sie werden sich die Nee, der Gast hier. Sie werden sich die meisten Vereine von ihren Fußballspielern wohl auch denken. Hey, schau mal, was da oben ist. Ist das dieses Place irgendwas? Wo oben? Da oben, dort, wo ich dorthin schieße. Auf die Pigments. Also ich sehe jetzt nur die Pigmen. Da ist doch so ein rotes, sieht künstlich aus. So ein roter Turm. Sieht künstlich aus, ja, aber ob es ist, weiß ich nicht. Schau mal hin. Das ist aber ein weiter Weg. Einfach. Ich hab Angst. Das hat vielleicht der Jump gebracht. Wer weiß. Kann schon sein, der Typ hat keine Orientierung, also
durchaus möglich. Dann sollten wir es doch erst wieder wegnehmen, oder? Zu viel Aufwand. Zu gemein. Zu viel Aufwand. Das wird schon wieder sein. Das ist mir egal. So, hast du noch Netherrack? Wow, da ist ein Pikmin. Ja, habe ich noch. Bisschen was zumindest. 36. Nice. Genau, was ich jetzt brauche. Sperrst du mir alle ernst rüber. Ich sehe es. Und du behältst dir immer einen in der Hand. Ja, lustig, ja. Gefunden! Was? Hinter dir. Das große Ding im Himmel. Oh ja, das war der zweite, das war einer vorher. Den anderen habe ich eh schon gekillt gehabt. Ich weiß. Tod. Der Pikmin da oben hat ja echt einen geilen Platz, um zu spawnen. Betonung auf Hatze. Nein, da lebt noch der Bastard. Kill you, all of you, you son of a bitches. So, ich mach das jetzt nicht mehr so genau, ich mach das jetzt einfach nur mal grob. Weil das sonst viel zu lange dauert und viel zu viele Sachen braucht. So. Ey, warum liegt hier, was ist das? Was? Gunpowder und eine kleine Kugel, eine weiße. Guest hier vielleicht? Ja, kann sein, aber ich hab grad den Pigman. Über die Dings, über den Soul Sand gelockt. Und jetzt stürzt sie wieder ab gleich. Boah. So, nie wieder da runter. Das Loch ist gemeingefährlich. Ja, lock mal den Pikmin über Quicks, also über Soul Sand. Das ist so lustig. Super Slow-Mo aktiviert. Dann kannst du ganz gemütlich davon spazieren. Ja, das lustige. Ich hab ein Guest hier gefunden. Sag ich doch. Also 4096 EMC-Punkte. Nicht schlecht, also so viel wert wie ein Gold. Ja. Nein, ein Gold ist doch nur 2000, oder? Nein, ein volles Gold waren's 4000, denke ich jetzt. Ich hab's natürlich jetzt nicht mehr im Kopf, aber. Naja, du wirst gerade ein bisschen. Framerate am Arsch. Oh. Apropos, so. Tam tam tam. Warte. Auch tauchen aus dem Nether. Episode 3. Ich werde jetzt gleich ein kleines Absurdum lieben. Und das wäre... Wirst du schon sehen. Öl, das nach oben fließt. Nein. Also es ist kein Minecraft-Absurdum, aber es ist ein... wird's im Real-Life sein, Absurdum. Hm. Schwebendes Wasser. Au. Keine Ahnung. Schneebälle. Ich steh zum Mittag auf. Ja? Was? Schuhe kaufen? Nee. Ja, ich kann aber nicht am Vormittag, weil ich da schlafe. Gute Ausrede. Ja, schon. Also, ich hab dich in der Wüste mit Schneebällen beworfen. Technisch gesehen möglich. Ja. Ich hab schon mal im Sommer bei 30 Grad mit einem ehemaligen Schneeball eine Wand eingedellt. Okay. Soll heißen, ich hab die mal
versuchsweise in der Gefriertruhe gepackt und vergessen, dass sie drin war. Ungefähr 1,5 Jahre später draufgekommen. Oh, cool. Cool. Ja. Gut, das ist aber dann theoretisch kein Schneeball mehr, sondern ein Eisklumpen. Na und? Perfekt bei minus 18 Grad. Ja. Yeah. Na, wenigstens hast du nur eine Wand eingedellt. Nicht mehr Menschen. Hätte ich es aufs Auto werfen müssen. Ja, voll. So, 1, 2, 3. Und eine Autobahnbrücke. Oh Gott, nein. So, um ehrlich zu sein, würde ich da jetzt gerne Gärten anlegen, rundherum. Ja, da kriegen sie schön Sonne, hä? Das Hauptproblem ist nur... Du hast keine Erde, oder? Ich habe keine Erde. Erde habe ich. Und keine Pflanzen. Pflanzen kann ich auftreiben, ich bin eh gerade beim nächsten Biom. Ist zwar nur Schnee, aber ich glaube, Saplings kriegt's trotzdem und Scheiße, ich brauche eine Hoe. Wow, wo kommt die Spinne her, du blöde... Überraschung. Ja, die ist mir auf einmal auf den Kopf gefallen. Blöde Kuh. So. Der Weg ist auch fast fertig, den ich gemacht habe. Kannst du dir mal nachgehen. Kommst du ins nächste Biom, da kannst du dir holen, was du brauchst. Mach ich sofort. Was auch immer, du brauchst da Pflanzen oder so. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Grundriss steht bereits. Ja. Jetzt heißt es nur noch ordentlich viel bauen, 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 bauen. Und wir brauchen Fackeln. 2 Stacks. Hallo Zombie? Bleib weg. Dies. Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert, gib mir mein Schwert. Au. Stirb, Zombie! Stopp! Oder meine Mami schießt! Das ist so ein alter Film, verdammt. The fuck, ey. Und Sylvester Stallone hat angeblich mal in dem schwulen Porno mitgespielt. Aha. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich stimmt, aber... Ich weiß das, das hat mir meine Mutter erzählt. Die hat auch mitgespielt. Bam, bam, bam. Notiz, nicht in Richtung Creeper graben. Wo ist der Creeper? Gammelt hier vor mir rum. Ich grabe gerade gar nicht. Aber ich. So. Ich könnte mich des Creepers entledigen, aber ich habe wichtigere Dinge zu tun. Stimmt. Ich auch. Aber ich habe jetzt irgendwie wieder so richtig Bock bekommen auf Prince of Persia. Ich denke, dann nehme ich in der Wüste auf. Im Sand. Enderman? What the fuck? Enderman in der Wüste? Ja, da ist gerade einer hergespawnt. Ja, dann hau ihm aufs Maul. Endermen sind eigentlich, die halten eh nichts aus. Aber sie porten wie Feiglinge. Ja, aber sie kommen eh wieder, immer wieder zu dir, wenn du sie das erste Mal schlägst, dann greifen sie dich ja immer an. Das ist so gesehen. Wow, 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 Zombie! Verpisse er sich. Fuck, jetzt bin ich außen von der Mauer und er innen, wenn ich jetzt genau umgekehrt machen soll. Mauer? Ja, der Weg Richtung nächstes Biom ist von der Mauer geschützt. Oh, I see. So, 1, 2 Abstand und hier geht's weiter. Und wehe, Enderman, du klaust mir einen Block, dann bring ich dich um. Das wird er sowas von tun. Also das momentan läuft er ganz zufrieden mit einem Sandblock rum. Ja gut, einen Sand, wenn er eh schon einen Sandblock hat, dann wird er eh nichts mehr fladern. Oder stellt er wieder irgendwo hin? Keine Ahnung, ich guck nicht hin. Wie gesagt, ich habe Wichtigeres zu tun. Ja stimmt, und das Geiste ist, dass das Portal Licht ausstrahlt. Oh ja. Ich habe auch Wichtigeres zu tun, den Weg ins nächste Biom bauen. So, 1, 2 Abstand und hier geht's weiter. Hallo Spinne. K-
könntest du bitte von meinem Grundstück runtergehen? Nein, nicht auf mich zukommen. Na gut, eine Spinne weniger. Sie wollte es nicht anders, diese Bitch. Ich habe sie höflich darum gebeten, mein Grundstück zu verlassen. Tja. Hausfriedensbruch. Ich brach ihr die Beine. Mindestens. Zombies attackieren keine Kühe. Warum wohl? Zombie-Kühe. Hinten ist auch ein Slenderman. Jetzt hat er sich wegtippet. Ist er irgendwo anders? Perfekto. Brauchen wir nur noch fucking. Aber ich habe jetzt wirklich so richtig Bock eben auf Prince of Persia. Deshalb werde ich das wohl morgen wieder mal aufnehmen, nach langer, langer Zeit. Und dementsprechend baue ich wahrscheinlich auch gerade dieses Ding, was ich hier aufstelle. Da mein erster Grundgedanke eine Art Wüstenfestung war. Ja, ich höre. Du hörst? Was hörst du? Deinen Plan von der Wüstenfestung. Ich habe noch keinen fixen Plan, ich habe nur so einen Gedanken im Kopf. Und der beginnt langsam auszureifen. Okay. Ehrlich gesagt hätte ich auch irgendwie gerne mit Sandstone gebaut, aber... Oh fuck, da ist der Creeper! Not so. My watch, bitch! Ich denke, das müsste vorerst der... Da ist noch keiner! Die tarnen sich so gut bei den Kakteen. Und da ist eine verfickte Spinne. So, wo bist du und in welche Richtung? Ja, ich bin eh gleich da neben. Da, wo der Zombie gerade ist. Und noch ein Creeper. Oh, hi. Und noch ein Creeper. XP-Stealing. Angriff von hinten. Ich habe ihn dir vor der Nase weg. Du gehst gerade genau falsch. Du bist nicht im Weg drinnen. Ich weiß. Ich habe mir nur die Items geklaut. Ach so. Also, das ist das Grundstück. Viel Spaß. Okay, gut, passt. Da ist der Weg ins nächste Biom. Und da ist ein Zombie, dem ich jetzt aufs Maul habe, bevor er stirbt. So, schön klein, hä? Ja. Hopp, kompakt. Hopp, hopp. Schlicht. Bauen einen Zaun lieber, aber rundherum. Zaun? Was für ein Zaun? Bauen eine Mauer, okay. Ich gehe dabei wieder im Öl. Wow, da ist ein Creeper. Der kann für mich noch Öl bohren. Ja, passt. Hat er getan. Da ist wohl viel Öl, verdammt. Tja, Wüste. Druck. So. Au. Stell mich in die Sicherheit ran. Was für eine Sicherheit? Beziehungsweise gehe ich mir mal Fackeln holen. Oh Gott, das ist so weit weg. So, ist das die Höhe oder ist das ein Höhe? Scheint ein Höhe zu sein. Der Grumriss sieht lustig aus auf der Minimap. Dam, da, dam, dam. Okay, 3 gewinnt. Du fangst an. Okay. Oh. Man sieht sogar den kleinen Weg, den ich gemacht habe auf der Minimap. Ja. Map. Weil es immer genau Vertiefungen sind. Ja, sehr schön. Gut zu wissen. So, und noch ein höher. Und wieder... Au. Ich mach gerade das Sinnloseste, was ich tun kann. Im Kreis drehen, auf einem Bein springen und husten. Nein, ich hol mir Holz, um mir ein Boot zu bauen, um rüber zu fahren, zurück zur Insel, zu unserem Haus und mir Fackeln zu klonen. Fuck. Nein, warte mal, warum mache ich das? Ich hab Fackeln, verdammt nochmal. Ja, ich frag mich auch. Ich hab 2 Stacks Fackeln dabei. Ich hab vier Stacks dabei. Wow. So. Au. So, wenn ich jetzt eine richtige Festung machen würde, dann würde das Ganze wohl noch etwas mehr ausarten, vor allem weil das dann eine 3 oder 4 Block dicke Mauer wird. Passt eh? Bin ich mir nicht so sicher, ob ich das jetzt mache, auf die Schnelle. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist
folgendes. Ah, dammit. So. Hopp, 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 hopp. 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 So, hier wieder Sand ran. Setzen jetzt mal so grob. Sollte jetzt Nacht sein? Nee. Will ich nämlich sehen, wo die Fackeln sind. Also ob sie eh gut sind. Gut, nee, die sind alle extrem schlecht. Ich meine, die Platzierung weiß ich eh jetzt nicht. Ich mach's zwar eh alle 4-5 Blocks, aber... Aber das ist wahrscheinlich eh viel zu viel. Es reicht, wenn ich viel weniger mache. Also. So. Ja, scheiß drauf. Machen wir eine Festung draus. Passt. Dann brauchen wir ein Tor beim Sandweg zum Beispiel. 2 Tore würde ich machen. Okay. Und zwar entweder genau gegenüber oder im 90 Grad. Lass mich raten, man kann aus Cobblestone keine Stufen bauen. Doch. Aber ich meine Platten. Nee, Platten nicht. Beziehungsweise braucht man da 3 Dings. So, Moment, hier geht's 3 hoch, hier geht's. Hä? Also stimmt es doch nicht hier. Verwirrung. Oh. So. Das bedeutet, ich muss hier eins dran setzen, da eins dran setzen, da und da. Haben wir Energiekristalle? Nein. Noch nicht? Wieso Energiekristalle? Wie kommst du jetzt da drauf? Ach, nichts, nichts. Ich habe mir nur den Mining-Laser angeschaut. Oh. Ja, aber wir haben eine Quarry, die macht auch genug. Ja, aber wir brauchen Energiekristalle für einen Laser. Tja, man kann auch ein Kraftfeld bauen. Ja, voll. Problem ist, die sind dann fast unzerstörbar. Mhm. Fast. Das wäre zwar einerseits ein Instant Super Creeper Schutz, aber andererseits, wenn man sich mal aussperrt,